Sorry. Erstmal den Mund leer machen. Ich esse hier gerade ein schönes, großes Stück Pizza Supreme mit extra Käse. Nochmal dazu. Hatte eh schon genug Käse, aber ich stehe auf Käse, also super lecker. Ja, wir waren hier bei Lucerne Lands, wie gesagt. Und da hat eben was Grünes geblinkt. Moment. Nichts. Entschuldigung. Ich bin ja ein guter Mensch. Wenn ich die beiden jetzt erschieße, habe ich mit Sicherheit ein schlechtes Gewissen. Erschieße ich die beiden nicht, weiß ich nicht, was passieren wird, weil es sind Replikanten. Also bin ich ein Rap-Freund. Das heißt, wenn es rauskommt, könnte ich unter Umständen Schwierigkeiten kriegen mit der Polizei, mit den Kollegen, vielleicht auch mit der lieben Crystal. Aber die beiden haben mir auch gesagt, ich könnte ins Tyrell-Gebäude gehen und Elton Tyrell persönlich befragen. Nur ich habe keinen Spinner. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Zu den Tyrell-Gebäuden. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich lasse die beiden erstmal gehen. Denn ich habe jetzt was vor. Wir waren nämlich noch gar nicht da oben gewesen. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht. Aber ihr seht mich ja nicht, von daher kann man mal eine Ausnahme machen. Wo kommen wir da eigentlich hin? Oh, guck mal, das ist ein Käfer. Ah, Howie Lee. Okay. Ups. Boah, das sind die Ratten, die sind hier so groß wie Schäferhunde. Ich probiere mal was aus. Ich bin zwar jetzt auf der Flucht. Ja. Aber. Ich probiere mal. Was ist das denn? Gruftis. Das Gruftis. Okay. Schießstand hat sich doch gelohnt. Boah. Ich probiere jetzt einfach mal ins Polizeipräsidium reinzukommen. Entweder ich werde abgeknallt, festgenommen, oder ja, viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Mal gucken. Abgeschlossen. Seit wann macht die Polizei Feierabend? Oder ist das jetzt nur wegen mir? Also gut. Jetzt haben wir doch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ah, Moment, was war denn das? Und Polizist? Habe ich ihn erwischt? War das vielleicht wieder der Polizist von vorhin? Da geht es nicht lang. Habe ich ihn erwischt? Komm raus. Scheinbar doch nicht. Oder doch? Ist er abgehauen?
In meine Wohnung brauche ich gerade rein, da werde ich wieder rausgeschmissen. Also gut. Also die Polizei scheint mich noch zu suchen. Der hat doch jetzt bei mir vor der Haustür gelauert, um mich abzufangen. Hätte ich nicht geschossen, hätte er mich vielleicht platt gemacht. Ich würde gerne mal einen Spinner wieder haben. Geht da hoch oder geht nicht da hoch? Ich gehe mal da hoch. Ich möchte was ausprobieren. Warten, bis die Hängeschwebebahn vorbei ist. Dann kommt der Pfeil wieder. Jetzt probiere ich mal was aus. Ich gehe jetzt mal in die Hysteria Hall. Weite Wege zu laufen. So. Nicht getroffen. Im Augenblick habe ich echt einen Hänger. Ich weiß im Augenblick nicht, was ich machen soll. Ja, die zwei Alten sind auch weg. Ich stecke am besten mal die Kanone ein. Die wollen die hier nicht auffallen. Keine Lucy. Spielen können wir auch nicht. Hall of Mirror. Da gehe ich noch mal rein. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich da eventuell vielleicht jemanden begegne. Ich bin mir zwar nicht mehr ganz sicher, aber wir lassen ihn mal rennen. In der Zeit ein bisschen musikalische Unterhaltung. Fast jeden Tag. Die Zeit vergeht und kehrt niemals zurück. Ein helles Licht und du wirst verrückt. Kannst du in meine Augen sehen und dabei okay. Hat sich echt gelohnt. Ich habe das Gefühl, es wird ein ziemlich langweiliger Teil. Irgendwo hin. Dann brauchen wir gar nicht fragen, der wird uns nichts sagen. Ich kann in deine Seele sehen und somit deine Tage zählen. Ganz egal, was du auch tust, ich kann ihn hören, dass er dich ruft. Es ist so weit, mach dich bereit, dein Weg in tiefe Dunkelheit. War es voll? Also ich sehe jetzt noch zwei Möglichkeiten. Entweder. Er führt dich in die Dunkelheit. Muss man Mund bleiben machen. Komm zu mir, ich bin so. Entweder. Du bist ein Teil von gehen zurück zu dem Penner. Spiel.
gehe nochmal zum Leerbecken, weil ich vermute nach wie vor, dass da noch was passieren wird. Wahrscheinlich, ich vermute, ich weiß es. Oder wir gehen zu Loser and Lance und machen sie zu Toast. Und dann mal sehen, was dann passiert. Schwierig, schwierig. Der liegt immer noch da, der lässt sich's gut gehen. Also, nichts. Wenn ich hier mit dem Mauspfeil hier rumfahre, keine weiteren Ausgänge, Durchgänge. Ach, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich jetzt gestartet habe, diesen Teil hier. Ärgerlich. Also schätze ich jetzt mal. Jungs, was mache ich mit euch? Ich habe ja vorhin schon eine Mähne Miste gemacht. Ich bin aber Mensch. Ich bin mir sicher, dass ich Mensch bin. Und da ich ein Blade Runner bin... Ja, da ich ein Mensch bin und Blade Runner, habe ich die beiden abgeknallt. Tja, was ein Tag so alles ausmachen kann. Usa hatte überall seine dreckigen Finger drin. Er war unersättlich. Er verkaufte Polizeiausrüstung, haute Kriminelle übers Ohr und er tötete sogar. Und hier waren Dokumente, die das alles belegten. Zeugenaussagen, Fotos, Videodisks. Es war die komplette Akte über Guzza, den korrupten Cop. Also hätte ich Loser und Lance jetzt nicht erschossen, wäre ich an diese Infos mit Sicherheit nie rangekommen. Das ist Fakt. Also doch, Guzza. Haufen Dreck am Stecken. Und was ist jetzt hier? Na? Kopieren Sie alle Dateien in diesem Verzeichnis. Hä? Das ging jetzt ein bisschen schnell. Okay. Stopp. Ja, fragen können wir die Jungs jetzt nicht mehr. Ich habe gedacht, vielleicht hätten die noch irgendwas, wo sie einstecken haben, was wir brauchen. Warte mal, stopp, stopp, da ist eine Treppe. Die kenne ich gar nicht, da geht's hoch, da bin ich noch nie hochgelaufen. Ach, gucke. So, den lasse ich jetzt gerade rumkaspern, den Kasper. Damit jeder weiß, dass Blade Runner Ray McCoy hier war. Chu wird uns auch nichts mehr sagen. Wir gehen nochmal schnell zu JF rüber. Diesmal fahren wir mit dem Aufzug. Dasselbe Bild wie damals aus dem Film hier. Echt gut. Geht's da eigentlich irgendwie? Nee, da ging's wieder runter, jawohl, okay. Abgeschlossen. Oh, ich hab gedacht, da können wir rennen. Shit. Geh da mal, so. Ja, jetzt haben wir echt einen Hänger. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Infos gekriegt aus dem Computer von den Zwillingen. Ich weiß aber nicht, wohin damit.
Ich weiß nicht, wohin. Na gut, gehen wir mal. Abgeschlossen. Auch zu. Wer schießt denn da auf mich? Ich mach euch kalt. Da tut sich ja gar nichts hier. Oder schließlich hier geht's mal gegen diese Wand hier. Ja, das ist irgendwie. Das ist sinnlos, was ich hier mache. Na gut. Hast du das gesehen? Verdammt nochmal! Sieh zu, dass du da hochkommst. Aber ich kann schon gut einstecken, muss man mal sagen, oder? Am besten, ich laufe nur noch mit gezückter Waffe hier rum, weil das ist alles nicht mehr normal jetzt. Jetzt wird es echt eng für uns. Ich frage die Hose nochmal. Ich probier's nochmal. Ich will dich mal was fragen. Mmh. Ja. Gekocht ist das verdammt lecker. Ich hab dich was gefragt. Jo, gutes Nächtle. Verdammt nochmal. Waffe 10 für alle Fälle. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Hilf mir mal eine. Da bei ISO gab's doch auch nichts mehr. Da oben die Nightclub Bro auch nicht. Ich sehe da noch eine Möglichkeit. Gehen wir da nochmal schnell hin. Das Telefon in Taffys Bar, das hat uns nämlich auch was zu sagen. Nur ich weiß halt nicht den Augenblick, wann es uns was zu sagen hat. Wir haben vor den Zwillingen, wir telefonieren, ist nichts passiert. Jetzt sind die Zwillinge, haben wir jetzt die Zwillinge abgeknallt und mal gucken, ob wir jetzt telefonieren können. Zumal wir ja auch einen Haufen Informationen über Gusa haben. Ich meine, das ist jetzt der Augenblick, wo wir Gusa nageln können. Aber ich würde erst mal sagen, wie gesagt, ich habe jetzt keinen Plan, wann ich hier angefangen habe zu spielen. Ich mache jetzt ganz einfach mal ein Päuschen. Und dann werden wir uns noch mal hier, Taffy Louis Laden, reingehen. Und werden noch mal versuchen zu telefonieren. Und zwar mit dem Gusa. Ich denke, jetzt wird's interessant. Also, bleibt bei mir bis... Oh, Moment, ein Polizist. Zack. Ja, Himmel, Sacra Normal. Ja, okay, zu sagen hat er uns auch nichts mehr. Also ich werde mich jetzt beeilen müssen, bevor ich hier wieder abgeknallt werde. Also gut, bleibt bei mir, wir sehen uns gleich. Tschüss.